Ich bin Mai 1 und heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Folge der 30 Tage voller Scham und Verletzlichkeit Challenge. Mein heutiges Thema ist der Körper. Ich hatte das Thema tatsächlich auf meiner Liste stehen, habe mich aber heute früh vom Autoradio nochmal inspirieren lassen. Und zwar ging es. Also normalerweise bin ich ziemlich schnell genervt von Radiosprechern, Nachrichtensprechern, was auch immer, weil irgendwie nur ziemlich viel Bullshit läuft. Aber das war super spannend. Der hat, ich weiß gar nicht, was für eine Zeitung das war, der hat eine Autorin von einem Zeitungsartikel, also hatte sie zitiert, beziehungsweise einen Teil aus dem Artikel vorgelesen. Und insgesamt der Radiosendung, wo ich aber sehr spät und auch nur kurz eingeschaltet habe, ging es anscheinend um Germany's Next Topmodel. Also die Frage war wohl irgendetwas wie, ja, ist es okay, das zu gucken oder ist es eigentlich nicht so geil? Und ich fand es super cool, dass derjenige, der dann gesprochen hat, gesagt hat, er findet es nicht so geil, den Artikel eben auch vorgelesen hat. Und der Artikel hieß Brennt das Klumdorf nieder? Und das fand ich sehr treffend. Also es ging darum, dass wir jetzt im Jahr 1 Post-MeToo sind. Also ein Jahr ist es her, dass der große MeToo-Aufschrei passiert ist. Es dürften jetzt 4 Jahre her sein, wo der Hashtag Aufschrei groß war in den Medien. Ja, also wir leben in einer Zeit, in der Schauspielerinnen auch sich eher erheben und Regisseure, ich kann das Wort einfach nicht aussprechen, ihr wisst, was ich meine, die Menschen, die Filmdirektoren. Wir leben in einer Zeit, in der echt prominente Schauspielerinnen anfangen, Filmdirektoren anzuklagen oder zumindest ihre Stimme zu erheben und zu sagen, hey, das war nicht rechtens. Ich wurde damals aufgrund seiner Machtposition, hat er mich da reingedrängt und von mir das und das verlangt, ansonsten hätte ich nicht schauspielern dürfen oder die Rolle nicht bekommen. Und ja, und dann ist da dieses Klumdorf, wie die Journalistin es nannte, das irgendwie analog zu den Galliern nach wie vor vollkommen resistent gegen alles, was in der Außenwelt passiert ist. Sie spricht davon, dass die komplette Welt sich gerade dreht, dass gerade super viel über Frauen und Körper und Selbstliebe und Selbstannahme gesprochen wird. Und im Klumdorf scheint irgendwie alles beim Alten zu sein, dass Frauen die Klappe zu halten haben und einfach nur schön aussehen sollen und sich nicht wehren sollen und High Heels tragen, die die Füße kaputt machen, bla bla bla. Und ja, deswegen war der Leittext des Artikels Brennt das Klumdorf nieder. Und das bringt mich zum Thema Körper, denn tatsächlich, Germany's Next Topmodel, also ich müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, die erste Staffel kam raus, da war ich ungefähr 14, plus minus, ja genau das Alter, in dem man total irgendwie sowieso schon unsicher ist, so, oh Gott, mein Körper verändert sich, mir wachsen Brüste, ich bekomme meine Periode, es wird darüber gesprochen, einen Freund zu haben, eine Freundin zu haben, erster Kuss, was zieht man an, was sieht gut aus, was ist modisch, was ist cool, was ist uncool. Ja, und ich, es ist so krass, das auszusprechen. Also es war, ich habe mich mein Leben lang dick gefühlt. Ja, ich meine, den Körper, den ich jetzt habe, ungefähr die Statur, die habe ich schon immer. Also seit meiner Pubertät habe ich nicht wirklich zu oder abgenommen, außer einmal, als ich ausgezogen bin. Ich trage eine 36. Ich bin eine schlanke junge Frau und bin es immer gewesen. Und dennoch habe ich mit 14
bis bestimmt Anfang 20 gedacht, ich bin zu dick, ich bin nicht definiert genug, ich bin nicht groß genug, woran man ja eigentlich gar nichts ändern kann, ich bin nicht schick genug, ich muss mich schminken, ich muss irgendwie die neuesten, stylischsten Sachen anhaben und dann muss ich irgendwie den neuesten Ratgeber mir angucken, wie ich meine Figur kaschieren kann. Was für ein ausgemachter Unsinn. Ja, ich guck mal, ob ich noch alte Fotos von mir finde. Die werde ich dann einfach mal hier einblenden, dass ihr mal ja, was seht. Es ist. Und das Schlimme ist, das war für mich damals alles wahr. Das war für mich die vollkommene Wahrheit. Ich war zu dick. Ich habe mir einen Bauch gefasst und da war ein Röllchen. Und das war nicht in Ordnung. Heute weiß ich, dass das Bullshit ist. Heute weiß ich, jeder hat ein Röllchen. Auch die Topmodels und diejenigen, die auf den Covers sind. Ja, die sitzen einfach nur irgendwie besonders gut, dass man es nicht sieht. Oder die haben halt einfach auch Photoshop und irgendwie, ja, tolle Fotografen und Assistenten, die sagen, setz dich so hin, dreh dich so und mach das und das. Und das ist für mich, mein Körper war für mich lange, lange ein Schamthema. Das muss man sich mal reinziehen. Ich habe immer eine 36 getragen. Das ist irgendwie so, ja, mit das schlankste Maß. Das ist ein S. Und klar, es gibt noch XS, aber es ist einfach, genau. Und dann dachte ich, naja, aber ich habe ja nur ein S, ich habe kein XS. Ha, ich habe so einen breiten Arsch und meine Hüfte und ha, 90, 60, 90 wären schon schön. Das ist... Ich habe so lange gebraucht, um zu verstehen, dass Germany's Next Topmodel und dass die ganzen Frauenzeitschriften eigentlich nicht für Frauen sind, sondern gegen Frauen. Es gibt so ein cooles Video, ich vermute, ich finde es jetzt nicht, es ist schon länger her, da hat einfach mal jemand, ich weiß gar nicht, ob es ein Mann oder eine Frau war, eine angebliche Frauenzeitschrift genommen, lass mich lügen. Cosmopolitan, Freundin, Maxim, was auch immer, hat eine von diesen Zeitschriften genommen, die ja auch echt nicht wenig Geld kosten, ja, 5, 6 Euro, und hat einfach mal alle Seiten rausgerissen, die Werbeanzeigen sind, ja, die einem irgendwie irgendwas verkaufen wollen. Und danach waren nur noch 10% der Seiten da. Die ganzen angeblichen Frauensachen suggerieren uns, wir sind nicht wertig, wir sind nicht genug, wir sind zu dick, wir sind zu dünn, wir sind zu groß, wir sind zu klein, wir haben zu helle Haut, zu dunkle Haut. Wir müssen immer irgendetwas dagegen tun, was auch immer wir gerade sind und dass das nicht gut ist. Das ist eine Schamproduktionsmaschine. Die ganze Make-up-Industrie, die ganze Mode-Industrie. Ich habe jahrelang super viele Klamotten gehabt, geshoppt bis zum geht nicht mehr. Ich habe mich auch eine Zeit viel geschminkt, also für meine Verhältnisse viel, weil ich irgendwie dachte, ich muss das kaschieren. Ich habe so kleine Augen, oh, ja, das ist diese blöden asiatischen Mandelaugen, das sieht man ja gar nichts. Und wenn ich lache, nee, dann sieht man ja meine Augen gar nicht mehr, also muss ich meine Augen so und so schminken. Und das ist so abstrus. Und auch hier wieder, dass man irgendwie das Gefühl hat, das bin ja nur ich bin ja, das liegt an mir, wenn ich besser wäre und das, hey Ladies und auch Gentlemen, alle die gerade da draußen sitzen, glaubt mir, ihr seid nicht alleine, das hat System, verdammte Kacke, das hat System, dass wir uns schlecht fühlen, weil nur wenn wir das Gefühl haben, wir reichen nicht, wir sind nicht gut, wir sind nicht okay, so wie wir sind. Nur dann verkaufen die auch. Ich habe vor fast 2 Jahren habe ich angefangen, meinen Kleiderschrank auszumisten. Ich dachte, ich bräuchte all diese Tausenden von Sachen. Und dabei braucht man so viel weniger, als man eigentlich denkt. Und ich bin immer noch am Ausmisten. Ich bin immer noch regelmäßig am Gucken, was habe ich lange nicht mehr getragen, brauche ich das wirklich noch.
Ich habe aber auch angefangen, wieder einzukaufen. Ich habe tatsächlich bestimmt ein Jahr keine Klamotten mehr gekauft, weil ich dachte, ich habe so viel, ich brauche nichts. Und ich habe jetzt angefangen einzukaufen, aber ja, auf eine ökologische Art und Weise. Also ich kaufe jetzt nur noch Fairtrade-Sachen, Bio-Baumwolle, bla bla bla, die ganzen ökogrünen Sachen. Und ja, sie sind teurer. Ja, ein T-Shirt kostet dann halt nicht 2,50 wie im H&M oder im Primark, sondern eben 15 Euro. Aber ganz ehrlich, wie viele Basic-T-Shirts braucht man? Und wie lange hält so ein fucking H&M oder Primark-T-Shirt? Es ist... Und... die T-Shirts fühlen sich, die ganzen Klamotten fühlen sich so anders an, wenn sie einfach zu 100% aus Naturmaterialien sind und man einfach, ja, Stoff, gemütlichen, schönen Stoff an sich trägt. Was nicht heißt, dass jetzt jeder irgendwie loslaufen muss und sein ganzes Geld für Bio-Sachen ausgeben muss. Es ist mir klar, dass es eine Geldsache ist. Und ich habe auch nicht nur 100% Bio-Zeug. Also ich sehe gerade in die Kamera und sehe, dass ich gerade meine Sportsachen anhabe und da versuche ich auch gerade auf die Bio-Sachen umzustellen, aber das hier ist auch, da ist ziemlich sicher Polyester, Elastan, irgendwas drin. Ja, und auch Sport. Ich habe jahrelang, also erstmal habe ich Sport ganz lange vermieden. In der Schulzeit habe ich Sport gehasst. Ich konnte so, ich war mega schlecht. Und man wird ja auch nicht besser durchs Nichts machen. Aber Sport und Bewegung waren für mich Hölle früher. Und irgendwann hat sich das gewandelt, wobei es dann erstmal war, also als ich dann angefangen habe zu studieren und irgendwie Sport irgendwie auf einmal cool wurde und viele irgendwie angefangen haben, Sport zu machen und ins Fitnessstudio zu gehen, an Joggen zu gehen, habe ich auch damit angefangen. Aber das war für mich nur ein... Ja, dann kann ich ja wieder mehr essen. Also das war echt so ein Ding. Ah ja, wenn ich jetzt den Burger esse, dann muss ich heute Abend noch eine Runde joggen gehen. Ins Fitnessstudio, was auch immer. Also eigentlich war Sport die Bestrafung dafür, dass ich gegessen habe. Ja, es war nur ein Mittel, um meinen Körper an angebliche Schönheitsideale anzupassen. Und das ist so, so abstrus. Habe ich schon erwähnt, dass es abstrus ist? Ich glaube, ich wiederhole mich ganz hart. Aber es ist, das ist so unverständlich für mich mittlerweile, wie man seinen Körper so geißeln kann. Den Körper als Feind anzusehen. Dass der Körper irgendwie mit Absicht böse ist und mit Absicht nicht die Form hat, die einem gefällt. Und ich habe ganz, ganz lang gebraucht, um zu verstehen, dass es nicht an meinem Körper liegt. Mein Körper ist der gleiche. Es ist, wie ich mich und andere sehe. Ich habe früher mich viel verglichen mit anderen und dachte, oh, boah, ich wäre gern so groß, so schlank, so definiert, so was auch immer. Aber, und hier kommt wieder Brené Brown, sich vergleichen macht furchtbar unglücklich. Ich drehe sicherlich nochmal eine eigene Reihe dazu. Sie hat eine Liste aufgestellt an 10 Dingen, die Menschen, die aus vollem Herzen leben und glücklich sind, nicht tun. Und da steht auch sich vergleichen drauf. Ja? In dem Moment, in dem man sich vergleicht, macht es immer unglücklich, weil es gibt immer jemanden, der Tick besser, schöner, größer, was auch immer ist als man selber. Und dann verliert man den Fokus, den Blick für sich selber. Und als ich das verstanden habe und einfach angefangen habe, mich zu lieben, mich zu akzeptieren, so wie ich bin, mit meinem Körper so wie ich bin, hat sich ganz, ganz viel an meiner Wahrnehmung für mich selber und für andere verändert. Ich habe auf einmal war es vollkommen okay, dass da eine Rolle an meinem Bauch ist, weil ich wusste, die hat jeder. Es war okay, dass irgendwer anders super schick angezogen war, weil ich dachte, naja, sieht zwar gut aus, aber sonderlich bequem ist das nicht. Sowas hatte ich auch mal an. High Heels, ich hab ohne Witz
dachte, ich habe noch genau ein paar High Heels irgendwie für ganz besondere Anlässe, bei denen man aber nicht viel gehen muss. zum Beispiel in Hochzeiten habe ich meistens, zumindest für die Fotos, irgendwie High Heels an, weil ich sie doch, ja, sie sind einfach ästhetisch. Das gebe ich zu. Sie sind ästhetisch, kann man drüber streiten, aber wenn ich zum Beispiel auf Hochzeiten bin, habe ich meistens High Heels an, zumindest die Zeit für die Fotos. Oder wenn wir am Tisch sitzen, habe ich sowieso immer meine Schuhe aus, egal ob ich High Heels oder normale Schuhe anhabe. Ist das komisch? und ich habe auch immer ein zweites Paar Schuhe dabei, also wenn ich High Heels anhabe. Genau, also ich quäle mich nicht mehr. Ich quäle meinen Körper nicht mehr mit Sport. Wenn ich Sport mache, dann mache ich es, weil ich Bock drauf habe. Dann merke ich, dass mein Körper sagt, hey Mai, bring mich mal wieder in Bewegung, wäre ganz cool. Oder ich merke, ich kann abends nicht pennen, weil ich nicht ausgelastet war den Tag über körperlich. Und dann weiß ich, okay, morgen ist mal wieder ein Workout angesagt. Also ich gehe ganz anders mit mir und meinem Körper um. Ich verstehe ihn besser, ich höre auf ihn und versuche nicht, ihm so ein Dogma von außen aufzudrücken. 90-60-90 und schlank und definiert und deine Bauchmuskeln muss man sehen. Aber nicht zu viel, weil sonst wirkt das ja maskulin und nicht ästhetisch und bla 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 bla. ja, ich hoffe, meine Message ist rübergekommen. Ich habe mich lange, lange für meinen Körper geschämt. Es fühlt sich krass an, da so offen jetzt drüber zu sprechen. Es war für mich, ich war irgendwann einfach okay damit, habe aber nie so wirklich viel drüber gesprochen. Ich versuche Frauen zu ermutigen, auch Männer. Ich meine, auch auf Männern lastet ja ein bestimmtes Bild, was sie erfüllen sollen. Stark, muskulös, breite Schultern, bla bla bla. Aber explizit bei Frauen versuche ich, wenn ich sowas höre, wie, oh, dann muss ich heute Abend nochmal ins Fitnessstudio oder puh, die Pommes sind jetzt aber nochmal 20 Minuten auf dem Laufband. Das versuche ich mit Witz so ein bisschen die Härte rauszunehmen aus meiner. Es ist keine Kritik, es ist ein Anschubsen. Also ich versuch dann immer im Gespräch irgendwie reinzugehen und zu sagen, hey, warum meinst du, dass du jetzt deswegen Sport machen musst? Oder sehe ich in dem Kleid dick aus? So, fühlst du dich wohl oder fühlst du dich unwohl? Und ja, das mag ich gerne mit euch nach draußen geben, dass ihr auch mal euer eigenes Körperbild überdenkt. Vielleicht auch das, was ihr auf andere projiziert, das, was ihr in anderen seht oder sehen möchtet. Ja. Es ist ja auch ganz oft so, dass man in anderen Dinge sehen möchte und das gar nicht so ist. Ich hatte letztens mit einer Freundin ein unglaublich tolles Gespräch. Bei meinem Yoga-Teacher-Training, da sollten wir sagen, was uns an uns gefällt, was wir an uns mögen. Und da habe ich gesagt, meine breiten Schultern. Ich mag meine breiten, durchtrainierten Schultern. Und das hat bei ihr voll das Rattern ausgelöst. Und sie hat sich dann ein, zwei Tage später gemeldet und gesagt, das hat bei mir voll den Effekt gehabt. Weil bei ihr war es so, dass sie dadurch, dass sie fülliger geworden ist, als sie es normalerweise von sich mochte und kannte, dass sie das Gefühl hatte, alles ist zu viel und ihre Schultern und ihre Arme und sie würde es am liebsten abschneiden, rausschneiden aus sich. Und zu sehen, dass ich genau mit der Körperpartie, mit der sie so Probleme hat, so easy umgehe und sogar sage, ich mag meine breiten Schultern, das war für sie sehr, sehr lösend. Das war so, bumm, da hat sich so ein Knoten gelöst. Und das hat mich unglaublich gefreut. Danke, dass du es mit mir geteilt hast. Ja. Mein Wunsch, dass Körper kein Schamthema mehr ist, sondern ein
fröhliches, offenes, tolles Thema. Wir haben ganz viele unterschiedliche und tolle, tolle Körper und jeder Mensch ist anders und jeder Mensch kann und darf sich verändern. Aber nur, nicht aber nur, zumindest wünsche ich mir das so, dass wir uns verändern, dass wir unsere Körper verändern, dass wir mehr oder weniger Sport machen. Man kann auch zu viel Sport machen, ne? Übertraining. Dass wir uns verändern, weil wir das Gefühl haben, wir möchten uns von innen aus verändern, weil wir das Gefühl haben, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut, deswegen möchte ich meine Ernährung umstellen, deswegen möchte ich Sport machen. Oder auch zu sagen, ich habe jetzt viel zu viel Sport gemacht, ich mag jetzt einfach mal low machen und mich auf mich konzentrieren und vielleicht ein bisschen mehr meditieren und was auch immer. Und egal welcher Ansatz, es ist alles gut, es ist alles richtig. Schaut nur, dass ihr bei euch bleibt und dass euer Körper nicht euer Feind, sondern euer Freund ist. Wie mein Chef, um Harald zu zitieren, zu sagen pflegt, ihr habt nur diesen einen Körper, ihr habt nur dieses eine Leben, passt gut drauf auf. In dem Sinne, bis morgen, eure M1, ciao. Soundcheck. Check, 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 check.